Freising. Die 40 Kilometer nördlich von München gelegene Stadt war bis 1993 Heimat der Marke Schlitter. Regelmäßig lockten die Schlittertage 30.000 Menschen dorthin, wo die neuesten Traktoren des Herstellers im Feldeinsatz gezeigt wurden. Der Schlitterclub Freising bewahrt diese Tradition und veranstaltet in diesem Jahr einen Feldtag. Auf 30 Hektar Fläche wird Mais gehäckselt und das ausschließlich mit Anbauhäckslern. Die Bandbreite reicht vom kleinen Einreiher bis hin zum rein unabhängigen Camper Champion. Viele Blicke zieht besonders dieses Gespann auf sich. Passend zum Supertruck als Zugfahrzeug ist dieser umlackierte Häckselwagen in Schlitteroptik. Auch ein neuer Muldenkipper vom Fliegel fügt sich hervorragend in die Traktorflotte ein. Als Häckseltraktor finden besonders die seltenen Eurotruck Verwendung. Die als Rettung Schlitters geplante Serie wurde als vollwertiger Zwei-Richtungsschlepper gedacht. Mit der Rückfahreinrichtung kann angenehm in Schubfahrt gehäckselt werden. Die nötige Leistung von bis zu 200 Pferdestärken liefert ein 6-Zylinder MAN-Motor. Auch die jüngsten und größten Kompaktmodelle wurden schon von Aggregaten dieses Herstellers betrieben. Die älteren Baureihen wie viele Supermodelle arbeiteten dagegen noch mit echten Schlittermotoren. Besonders erwähnenswert ist hier der legendäre 8-Zylinder-Reihenmotor im Super 2000 TVL mit fast 10 Litern Hubraum. Highlights des Feldtags sind aber nicht nur die XXL-Maschinen, auch dieses Gespann ist ein echter Hingucker. Der kleine Schlitter Super ohne Kabine arbeitet mit einem einreihigen Mengele Maisblitz. Durch seine hohe Arbeitsgeschwindigkeit ist der Tandemkipper in 0, nichts befüllt. Supergeneration war die mit Abstand erfolgreichste Baureihe und je nach Typ, wie etwa dem 1250 oder 1500, auch wirklich in Großserienproduktion. Während es zum Beispiel vom 1050V fast 1000 Stück gab, kam der Eurotruck 2000 dagegen lediglich auf 32.
Die 15 Hektar des heutigen Tages sind in weniger als 2 Stunden abgeerntet. Und das ohne einen Ausfall. Die Oldtimer-Schlepper haben damit auch heute wieder bewiesen, dass sie immer noch mehr als ein reines Museumsobjekt sind.